Hallo, du siehst schon, da sind drei Mengen vorbereitet, die warten alle auf dich. Da sind nicht nur Zahlen drin, sondern auch so ein paar Wörter oder Symbole, also eine bunte Mischung. Und auf diese drei Mengen sollen jetzt verschiedene Operationen, Mengenoperationen hier angewendet werden. Du siehst hier, da geht es um eine Schnittmenge, da geht es um das relative Komplement, hier ist noch so ein absolutes Komplement drin und eine Vereinigungsmenge. Und dabei gilt natürlich nach wie vor, dass wir in der Mathematik die Dinge in der Klammer als erstes erledigt werden müssen und die anderen Dinge dann ein bisschen warten müssen. Ja, dann probieren wir es halt mal. Die innerste Klammer ist eigentlich das hier. Ja, das ist innerhalb dieser Doppelklammer b ohne c oder das Komplement von c in b. Das ist die Menge b und die Elemente, die in c auch vorhanden ist, die nehme ich weg aus dieser Menge b. Ja, schreiben wir es mal auf. Also ich habe hier b ohne c. Also die 0 bleibt, weil die wird mir nicht weggenommen. Die ist nicht in c dabei. Die 0 bleibt auf jeden Fall dabei. Die 17 wird mir weggenommen. Die 3 ist weg. Blau bleibt. Da gibt es kein Gegenstück dazu. Dann, was haben wir noch? Der Stern wird mir weggenommen. Also, mir bleibt bloß 0 und blau. Ja, und dann muss sich dieses absolute Komplement hier bilden. Also B und C und davon das absolute Komplement. Was ist denn das jetzt? Wir haben das gar nicht so richtig definiert, was eigentlich die Grundmenge ist, woraus ich diese Mengen hier gebildet habe. Auf jeden Fall sind da Zahlen drin, Wörter drin, Symbole drin. Was auch immer. Beschreiben wir es einfach so allgemein. Ja, das soll dann also die Menge aller Elemente sein. Also sagen wir mal, Menge aller Elemente in der Grundmenge. Oder im Universum, wenn ihr es ein bisschen vornehmer sagen wollt. Welche Elemente dürfen es nicht sein? Nämlich die 0 oder die blau, die wollen wir nicht dabei haben. Also Menge aller Elemente in der Grundmenge, die weder 0 noch blau sind. So müssen wir das verstehen. Also dieses Komplement, Menge aller Elemente in der Grundmenge, die weder 0 noch blau sind. Alles andere ist drin, ohne dass wir jetzt genau sagen können, was da alles drin ist. Es könnte ziemlich viel sein, aber ist uns jetzt egal, denn da müssen wir eine Schnittmenge bilden. Die Schnittmenge mit der Menge a. Also a schneidet sich mit dieser komischen undefinierten Menge hier. Bei der Grundmenge sind ja zumindest die ganzen Zahlen dabei. Das heißt also sicher die 3. Die 3, die 7 ist auch dabei, die minus 5 ist auch dabei, die 0, nein, die ist ja explizit hier ausgenommen, die 0 ist nicht dabei, aber die 13 ist wieder dabei. Also wir sehen schon, wir haben aus dieser ja, riesigen undefinierten Menge haben wir dann doch noch geschafft, hier eine vernünftig definierte Menge zu machen. Und jetzt müssen wir diese Menge hier, das ist ja das hier, ja, hier, das haben wir ja schon gemacht. Das ist diese Menge, die hier steht. Und die müssen wir jetzt von A abziehen. Oder wir bilden das relative Komplement dazu. Also A, ja, schreiben wir es einfach mal aus. Das ist, glaube ich, jetzt praktischer. Also schreiben wir es nochmal genau hin. Was machen wir denn jetzt? Wir ziehen von dieser Menge hier, von der Menge A, von dieser Menge hier, ziehen wir diese Menge ab. 3, 7 minus 5, 13. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Das muss abgezogen werden. Ja? Was bleibt mir da? Die 3 geht mir weg. Die 7 geht weg. Die minus 5 geht weg. Die 0 geht nicht weg. Die 13 geht weg. Das heißt, da bleibt mir eigentlich nur die 0. Nicht zu verwechseln jetzt mit der leeren Menge. Da wäre ja gar nichts drin. Hier ist immerhin die 0 drin. Also so ganz so leer ist sie dann doch nicht. Ja, und jetzt können wir uns mal um die rechte Seite hier kümmern. Das ist ja die Schnittmenge von b und c. Und diese Schnittmenge sind also alle gemeinsamen Elemente dieser Menge und dieser Menge. Was ist denn da gemeinsam? Die 0 ist nicht gemeinsam. Die 17 ist gemeinsam. Die 17 ist dabei. Die 3 ist dabei.
Das Blaue ist nicht gemeinsam, der Stern ist dabei. Den Stern haben wir, ja, das war's schon wieder. Das sind eigentlich nur diese drei Elemente hier. Das ist die Schnittmenge zwischen B und C. Und jetzt ist es Zeit für eine Fanfare, denn wir können den letzten Schritt machen. Wir können diese Menge hier links, das war die 0, vereinigen mit dieser Menge hier rechts, und das war diese Menge. Die zwei vereinige ich jetzt, und dann kriege ich raus als Ergebnis Tusch und Fanfare. Wir haben hier die 17, die 3, die 0 und das Sternchen. Das hat auch überlebt, die ganzen Strapazen hier. So, das wäre die Lösung. Das ist die Menge, die durch diese wirre Folge von ineinander verschachtelten Mengenoperationen beschrieben wird.